Hallöchen zusammen, ja, wir sind wieder zurück. So, wir sind wieder zurück. Und ja, wir müssen noch ein paar Aufträge machen. Ich denke mal 1, 2 müssen wir machen, bevor wir weiterkommen. Oben. Oben, Treppe. Hier. Alles klar. Was hast du denn Schönes für mich? Du glaubst also, dass Erkan gar nicht da war, als es passierte? Nein, das ist es nicht. Was ist es dann? Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe im Laufe der Jahre einiges über ihn gehört. Vor dem Ausbruch war er nicht gerade der Mutigste. Ich habe ihn in einem Keller gefunden. Glaubst du, er hat sich die ganze Zeit dort versteckt? Das habe ich nicht gesagt, aber möglich wäre es. Ach du Scheiße, das ist irgendwie schwer zu glauben. Was ist daran schwer zu glauben? Dass jemand nicht sterben will, auch wenn er bei einem Kampf nicht die geringste Chance hat? Nein, aber dass jemand seine Familie in einer solchen Situation im Stich lässt. Ich weiß nicht, Kyle. Ich wünschte, ich wüsste, was ich davon halten soll. Ehrlich gesagt habe ich dazu gar keine Meinung. Aber würdest du... Ich würde gerne ein bisschen nachdenken. Allein. Okay. Was für ein Auftrag. Achso, oh, Erkan. Schön, Sie zu sehen. Wie geht's ihr? Sie reagiert immer noch nicht, aber ich glaube, sie erholt sich. Ja, kommt mir auch so vor. Und wie geht's Ihnen? Ich hatte noch gar keine Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken. Es tut mir leid, wie ich mich aufgeführt habe. Ich stand unter Schock. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Gern geschehen. Schön, dass ich helfen konnte. Ich wünschte, ich wäre mehr wie Sie. Aber ich bin zu alt, um mich noch zu ändern. Okay. Ich weiß allerdings, dass ich mich jetzt um Sie kümmern sollte. Sie ist das Einzige, was mir geblieben ist. Alles klar. Hier irgendwie noch weiter oben, ja. Da einer hier. Hören Sie sich meine Story an, Mister. Ich bin ganz Ohr. Es ist eine Story über Stolz, Vorurteile, Krieg und Frieden. Sie beginnt in den alten Tagen, als die Leute noch ehrlich und aufrichtig waren. Und als es noch kein... Okay, alles klar. So, aber hier muss er noch... Okay. Raus. Hier sind aber noch welche. Hey? So. Soll doch mal hier reingehen. Komm, wir nehmen einfach mal alles an. Ja, siehe, wofür zum Teufel brauchst du Flüchterlebern? Diese dreckigen Flüchter. Sie entweihen die Gräber unserer Geliebten. Sie fressen die Leichen, die wir dem Wind überlassen haben. Okay, aber was ist mit den Lebern? Himmel noch eins, bringen die euch in der Stadt denn gar nichts bei? Es geht um den Geruch. Damit lockt man mehr von denen an. Das liegt an diesem Fremofesmo. Pheromonen? Ja, sagte ich doch. Oder kann man sie damit auch verscheuchen? Genau das wollte ich gerade sagen. Du lernst schnell, Junge. Okay, die Flüchter werden also von frischen Leichen angelockt, die ihr dem Wind überlasst? Ja, wenn du einen Flüchter siehst, überfahr ihn einfach, okay? Das wäre uns eine große Hilfe. Und denk an die Lebern. Alles klar. Sind aber wieder nur bei Nacht. Alles klar. So. Ja, sehe, was hat's mit dieser Waffensammlung auf sich? Ah, darum wollte ich mich schon eine ganze Weile kümmern. Da war dieser Mann namens Adam, der in der Stadt lebte. Er war ein wenig exzentrisch, aber alle mochten ihn, besonders wenn er betrunken war. Er war berühmt für seine riesige Waffensammlung. Und er konnte mit seinen wertvollen Revolvern auch verdammt gut schießen. Aber dann
Als er älter wurde, bildete er sich ein, jemand wolle sie ihm stehlen. Gerüchten zufolge war sein Haus komplett leer, als er starb. Weit und breit keine einzige Waffe. Okay, aber wie passt dieser Säbel dazu? Ah, Adam war gewieft. Vor Jahren bekam er den Säbel meines Großvaters in die Finger. Egal, was ich sagte oder tat, er wollte ihn nicht zurückgeben. Falls er seine Waffen versteckt hat, hoffe ich, dass der Säbel darunter ist. Okay. So, dann gucken wir mal bei Quests. Ja. Ja, das will ich eigentlich nicht machen. Wir machen. Machen die Jagd wieder. So, wo soll der sein? Hoffentlich nicht weit. In der Stadt. Okay, alles klar. Ich komme. Hier gucken. Das reparieren bitte, danke. Alles. Ah, okay, geht so. Alles klar. Fahren wir jetzt in die Stadt. Wo muss ich denn da lang? Na. Wir müssen da. Ich will mich gerade verarschen, ne? Jetzt muss ich wieder zu. Alles klar, ich komme zurück. Das ist jetzt wieder die Hauptmission. Danke. Und die Hauptmission weitermachen. Was ist los jetzt hier? Hör mal, ich weiß, dass du viel um die Ohren hast. Trotzdem möchte ich dich um einen privaten Gefallen bitten. Kein Ding, worum geht's? Ich frage nur ungern, aber ich würde dort draußen nicht überleben. Es geht um meine Tochter. Ich glaube, sie ist weggelaufen. Eski ist weggelaufen? Warum denn? Gute Frage. Ich habe noch nie verstanden, was in ihrem wirren Kopf vor sich geht. Na gut, hast du zumindest eine Ahnung, wo sie hin ist? Mir fällt da eigentlich nur Ozan ein. Sie standen sich nahe. Ihr Freund, ha? Hattet ihr euch deswegen gestritten, als wir uns trafen? Der kleine Scheißkerl hat in seinem ganzen Leben noch nicht einen Tag gearbeitet, hat keinen Respekt vor seinen Eltern und ständig grinst er so dämlich und hat dieses verdammte Käppi falsch herum auf. Leg dich wieder ab, ich gehe sie suchen. Wo lebt Ozan? Er lebt auf einer Farm in der Nähe von Oasis und danke. Tut mir leid, dass ich dich darum bitte. Wenn du sie findest, sag ihr bitte, sie soll heimkommen. Alles klar, machen wir. So. Wo soll das sein? Oh, ist wenigstens in der Nähe. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das machen wir. Ist wenigstens in der Nähe. So. Nein, ich kann rutschen. Alles klar, ich mache nur Chaos hier. Echt nur Chaos. Nee, das ist ein Dings. Nicht.
Ja, Schwede. Okay, wir machen die jetzt mal im Platz hier. Ja, da kannst du deinen Arm festhalten. So. Ja, noch ein bisschen plündern nebenbei. Gib mir Backballer. Wohl auch immer gut. So, wo soll die denn hier sein? Okay, und nun müssen die ja hier sein. Mitten immer gut. Und sonst keine, ne? Was kommst du denn her? Toll. Kommt her. Wart auf euch. Hier. Hier. So. Danke. Seid ihr denn jetzt hier? Hier gibt's gut Loot. Echt sehr guter Loot hier. Das ist, was man gebrauchen kann. Oh, mal wieder ein Schloss auf einem Anhieb. Wow. Aber wo sollen die denn hier sein? So, im Haus habe ich durchsucht. Ja. Ist nix. Oder sind die da oben? Warte mal, dass sie. Kann das sein, dass sie oben sind? Ich habe schon alles durchsucht. Sollen die denn hier sein?
Ach nö. Wo sollen die denn hier sein? Den geht's mir nicht da oben. Dann können sie eigentlich nur ein Haus sein, irgendwo. Dann kann nur irgendwo ein Haus sein. Information hier. Irgendwo noch Information. Die Sachen noch. Irgendwo noch was. Alkohol. Ah, guck mal hier. Ist hier nichts mehr? Gut. Hier immer noch was. Da lauf weiter. Ja, wo sollen sie denn jetzt hier sein? Nichts mehr. So, die Waffe ist dann auch mal hin. Nach langer Zeit. Yazir, bist du da? Die Infizierten sind in Ozans Haus eingedrungen. Er ist tot. Ist SG da? Geht es ihr gut? Nein, kein Zeichen von ihr. Aber hier ist eine andere junge Frau, die es nicht geschafft hat. Ich sehe mich weiter um. Mach dir keine Sorgen, Yazir. Ein Vater macht sich immer Sorgen. Viel Glück. Okay. Wo soll der Campingplatz sein? Nicht weit von hier.
Job sein. Nee, nicht. Och, meine Güte, das ist ätzend. So, wo soll der Campingplatz jetzt hier sein? Gut, dass es jetzt hier nicht bergabwärts geht. Ja, hier geht's bergabwärts. Und das war's. Meine Güte, seid ihr Hapax, ey. So, das war's mit dem Auto. Campingplatz ist direkt da unten. Okay. Mit meinem Auto war es das, also da. So ein scheiß fetter Riese. So, auch. So, jetzt ist die Frage, wo soll die jetzt hier sein? Oben ist ein Spucker. Okay, hat nicht geklappt. Anders. Einer Fuzzi. Geht nicht scheiße. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Jetzt suchen wir hier alles durch. Oh shit, wir sind ja schon wieder drüber. Alles okay, alles klar. Wir machen hier eine kleine Pause und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann bis dann. Ciao.